persönlich. Bei Claudia Lesser. Also ich habe, glaube ich, jede Regel gebrochen, die ich damals konnte brechen, aber nicht aus einer Boshaftigkeit, sondern einfach, weil da keine Ruhe und keine Ordnung und keine Disziplin war in meinem Leben, die halt als Jugendlicher doch massiv wichtig ist. Das sehe ich jetzt bei meinen eigenen Kindern. Und ich habe so eben Disziplin, ich habe so ein schweres disziplinarisches Verfahren bekommen, dass ich an keine öffentliche Schule mehr im Kanton Zürich darf. Ich habe mich ausgekannt. Schlichtweg eigentlich rausgeschossen. Deckel nochmal. Ja. Und dann bin ich und Einsiedler. Hat man ja Einsiedler angeboten? Hast du die alte Egel hat gesagt, komm, dem gibt man noch mal eine Chance. Und das war auch ein ganz bewusster Moment, weil ich bin dort doch als Zürcher Stadtrat auf Einsiedler kam und das erste Gespräch Jugendanwältin dabei war. Zum ersten Mal ein Patres dort, Mönche. Mhm. Zum ersten Mal gesehen. Geistliche. Und ich da aus Zürich rausgekommen und dann fragt mich der eine Direktor, ob ich dann, dem ist einem das Gebiss rausgeholt. Ne, während er geredet hat, der ist 80 Gebiss raufgeschoben. Und ich habe gesagt, meine Güte, was mache ich da? Und dann hat er gesagt, ja, Anatol, möchtest du dann bitte gerne zu uns in die Schule kommen? Nein. Und dann meine Mutter schaut mich nur an und schaut die Leute an und sagt, Moment schnell. Und ist mit mir rausgegangen. Und dann ist sie so vis-à-vis von mir gewesen, wie du jetzt von mir. Und im Hintergrund war ein Bild gewesen, das gemalt an der Wand, mit einem Fischer stehend auf einem Fischerboot. Und obendrauf bei dem Bild ist der Titel gestanden, die Schrift gestanden, es kommt zu denen, die es erwarten können. Und ich schaue das Bild an und schaue meine Mutter an, nochmal das Bild, und sage, alles klar, Mama. Und meine Mutter ganz ernst hat sie mich angeschaut. Ich bin wieder rein und bin zu dem Pater Rupert gegangen und gesagt, Sie, Pater oder Pater Rupert heißen Sie. Ich weiß nicht, was da vorne bei mir war, aber es wäre bitte, es wäre so toll, wenn ich zu Ihnen in die Schule könnte kommen. Um ein Heimatgefühl in sich selber zu spüren, da kannst du noch so verwurzelt sein in Uzwil oder in Seuzach oder so. Oder irgendwie kann man noch so verwurzelt sein auf der Welt. Heimat passiert das erste Mal bei dir selber. Und dann muss man schon Frieden machen mit vielen Sachen. Es gibt auch so die Transgenerationsgepäck, wo du mitbekommst. Das hat meine Mutter nie geschafft, Frieden zu machen. Von meinem Vater weiß ich es leider nicht. Er ist gestorben, als ich 10 war. Und ich habe zu wenig von ihm mitbekommen. Wenn du nicht bei den Eltern aufwachst, aus verschiedenen Gründen, und im Heim aufwachst, oder einfach nicht bei deinen Eltern, bei irgendwelchen pädagogischen Familien oder im Heim, um sich zu schützen oder die Liebe überzukommen oder die Bestätigung überzukommen von außen, weil du sie ja nicht von daheim überkommst, habe ich den Weg, sage ich mal, in die Unterhaltung. Mhm. Also ich habe einfach Leute angefangen zu unterhalten. Bin laut geworden, bin auffällig zum Klon geworden und so. Das haben alle ganz toll gefunden. Und ich konnte mich so schützen, weil ich ja geredet habe, da habe ich Kontrolle. Und ich habe auch so, die Leute haben mich angelacht und haben mich lustig gefunden. Also sozusagen die Liebe bekommen. Kate Moss ist damals im 93 im Frühling entdeckt worden. Und die hat ja die Modewelt oder ihren Look, hat die Modewelt revolutioniert. Von Grund auf. Und dann ist also einfach plötzlich nicht mehr der, you know, der Topmodel Beauty Look, sondern halt mehr so ein bisschen, nicht der Strassenlook, aber so ein bisschen normal einfach ausgesehen. Nicht irgendwie so lächerlich wunderschön, ne? Sondern einfach normal Charaktergesicht. Und das ist dann auf die Männer übergeschwappt und dann im Herbst 93. Und so bin ich, also ich hatte gerade ein gutes Timing, dass ich da um diese Uhrzeit den Broadway runtergelaufen bin. Fügig, könnte man sagen, oder? Und da eine Frau zu mir gekommen ist. Und ich weiß, werde ich nie vergessen, sie hat dann so gesagt, ich sage es mal auf Amerikanisch, sie sagt so, excuse me to bother you, are you a model? Also, Entschuldigung, dass ich Sie störe. Bist du ein Modell? Excuse me. Do you want to earn some money? Da hast du gesagt, ja. Ja, genau. Ja, genau. Ich sagte, interesting. Ja. Also, as long as it's not porn, also solange es nicht Porno ist, lasse ich dir jetzt gerne weiter zu. Und dann ist das super schnell gegangen. Und die Modewelt ist dann halt, da wird mir auch wirklich reduziert aufs Aussehen. Mhm. Und das ist dann, es ist knallhart Business. Und dass ich das sofort kennenlernen konnte, also, dass Showbusiness nicht Show ist, sondern Business,
direkt aus der Schauspielschule rauskommt in so eine berufliche Modewelt, wo es halt wirklich, wo man nur ums Aussehen geht, also sehr, sehr oberflächlich. Das hat mir geholfen, so den Treppengang. Dann 2008 eben der James Bond. Das ist natürlich, du kannst noch so in einem Schweizer Film «Der Wolf» spielen und machst das so wahnsinnig gut, dass die Leute meinen, wow, das ist ein Wolf. Wenn der aber nur in der Schweiz oder in Deutschland gezeigt wird, dann bringt das überhaupt nichts. Und da kannst du bei einem James-Bond-Film eine Tapete spielen wie ich. Ne? Der Elvis, der war nicht mehr als eine Tapete, gewesen, zwar eine farbenfrohe. Ne? Also man vergisst den nie, den Elvis. Aber der Film wird halt weltweit präsentiert. Das ist natürlich schon... das ist damals überwältigend gewesen und hat mir... Das war ein ganz wichtiger Schritt in meiner Karriere. Aber ein Fluch wie auch ein Segen, viel mehr ein Segen als ein Fluch. Persönlich wurde Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen. Und unterstützt von Trussardi My Land. Ein Hauch italienischer Eleganz.